Fraser Perrin, der Shortseller, der Steinhoff und Wirecard zu Fall gebracht hat, hat ein neues Ziel ausgemacht. Der Name ist noch nicht bekannt. Er hat uns aber einige Hinweise hinterlassen. Auf welche Aktien diese zutreffen könnten, das sehen wir uns hier an. Das heutige Thema hat es wirklich in sich. Es geht nämlich um nicht weniger als ein Unternehmen zu identifizieren, das im großen Stile betrogen haben soll. Das zumindest sagt der bekannte Shortseller Fraser Perrin, der ein Interview gegeben hat und auch per Twitter kommuniziert hat, dass er eine neue Short-Attacke plant. Und zwar im Herbst. Und es soll sich um ein Unternehmen handeln, das in der Indexfamilie ist, in der deutschen. Und die Betrugshöhe soll deutlich größer sein als im Falle von Wirecard. In einem Interview mit T-Online hat er beschrieben, dass es hier sozusagen Wirecard der Fall sozusagen ein Chorknabe dagegen sei. Er hat sogar konkretisiert, die Betrugshöhe soll 3,5-mal so groß sein wie im Fall von Wirecard. Da waren es ja ungefähr 2 Milliarden, also müsste es ungefähr auf so eine Summe von 7 Milliarden rauslaufen. Meine gesammelten Erkenntnisse zu dem Thema habe ich mal alle niedergeschrieben in dem Report, den Sie rechts sehen. Können Sie sich kostenlos runterladen unter alphadepot.de/reports. Und ich werde einen Kandidaten, auf den einige der Kriterien, die ich Ihnen gleich vorstelle, wo die zutreffen, den stelle ich Ihnen vor. Gut, gucken wir uns mal etwas näher an, das Thema. Also Fraser Perrin als Shortseller ist in Deutschland wie weltweit sind Shortseller nicht so besonders angesehen, weil sie attackieren Unternehmen, wo viele ja Anteilseigner von sind und sorgen regelmäßig dafür, dass die Kurse abstürzen. Und Fraser Perrin macht das Ganze auch noch in einer ziemlich aggressiven Weise, für viele nicht besonders sympathisch. Aber Shortseller, gerade wie er, erfüllen auch eine sehr wichtige Funktion an den Finanzmärkten, da sie so Betrugsfälle wie im Fall von Steinhoff und Wirecard ans Licht bringen. Und das ist ja auf jeden Fall gut und wichtig. In einem Interview mit eben T-Online hat er dann noch weiter gesagt, als der Interview nachgehakt hat, um was für ein Unternehmen es sich denn da handeln könnte, hat er beschrieben, also A, das hatten wir schon, dass es in einem deutschen Index gelistet ist und dass es hier möglicherweise um Geldwäsche und Bestechung gehen soll. Er hat hier einen Whistleblower genannt, der erst sich an die BaFin wenden wollte, dort aber abgeblitzt ist und danach erst zu Fraser Perrin gekommen ist. Und das ist jetzt sozusagen die Basis. Und jetzt die Frage, wie kann man denn den Kandidatenkreis der Unternehmen, auf den das auf die das zutreffen könnte, eingrenzen? Der große Punkt dabei ist, wenn man jetzt das Unternehmen hat, was attackiert wird, dann wird es in der Regel so laufen, wenn da die Informationen an den Markt kommen, wird die Aktie vom Stand weg einbrechen. Das heißt, dann noch schnell zu verkaufen, wird nicht mehr möglich sein, außer mit eventuell horrendem Verlust. Die einzige Möglichkeit, sich dagegen zu wappnen, ist also, im Vorfeld schon darauf vorbereitet zu sein. Ja, und deswegen gehen wir das Thema heute mal an und versuchen mal, diesen Kandidatenkreis, nenne ich es mal, einzugrenzen. Ich habe hier 8 Kriterien mir überlegt, die zutreffen für ein Unternehmen, um das es sich hier handeln könnte. Das erste ist die Größe. Also wenn es jetzt um einen Betrugsfall von 7 Milliarden gehen soll, dann fallen ganz viele Unternehmen einfach schon mal raus, weil sie einfach viel zu klein dafür sind. Wir schauen dann mal auf die Umsätze und die Bilanz. Das zweite ist das Thema Geschäftsstrukturen. Also wenn jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen viel Fluktuation ist, regelmäßig neue Chefs und so weiter, ist es schwierig jetzt für jemanden, der neu ins Unternehmen zum Beispiel reinkommt, mal so eben 7 Milliarden irgendwie verschwinden zu lassen. Das wäre viel wahrscheinlicher, wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist, der schon ganz lange im Unternehmen ist oder schon ganz lange Chef, vielleicht so, dass man da sozusagen besondere Macht von einzelnen Personen hat. Das wäre dann sozusagen schon eigentlich auch ein dritten Punkt. Also gibt es da einen inneren Zirkel, also Personen, die da das in die Wege führen könnten. Das vierte ist das Thema Unternehmenspolitik. Kann manchmal eine Rolle spielen, also wenn es jetzt darum geht, ist jetzt zum Beispiel aggressives Wachstum angesagt oder der fünfte Punkt spielt mit rein, finanzieller Druck, der sozusagen es wahrscheinlicher macht, dass man sich getrieben fühlt, irgendwo vielleicht Geld herzuzaubern, wo eigentlich gar keins ist. Der sechste Punkt, da geht es darum, dass Perrin gesagt hat, dass er seit 11 Monaten an diesem Fall arbeitet. Bedeutet also, gab es irgendeinen
Event, irgendetwas außer dem Whistleblower, der sich gemeldet hat, was darauf, der darauf hindeutet, dass da vielleicht dieser Betrug begonnen hat oder dass da etwas bekannt geworden ist. Der siebte sind Short-Seller-Aktivitäten. Was macht Pering? Was ist seine Arbeit? Naja, er betreibt, er macht irgendwie Research, schaut nach, wo es zu einem Betrug gekommen sein könnte. Dann kauft er sich ein in das Unternehmen, und zwar Short. Und dann veröffentlicht er seine Erkenntnisse und hofft halt mit Gewinn zu verkaufen, in dem Sinne, dass er die Aktien günstiger zurückkaufen kann. Und das kann man eventuell daran sehen, dass die Short-Quote steigt. Und man könnte es, das ist der letzte Punkt, vielleicht auch daran sehen, dass der Kurs unter Druck gerät, weil sich ein oder mehr Shortseller eben gerade jetzt versuchen, schon in das Unternehmen leer einzukaufen. Ja, ich will vorwegschicken, dass ich es A, keinem Unternehmen wünsche, dass es hier betroffen ist, und B, dass ich es auch keinem unterstellen will, einfach weil mir auch die Informationen hierzu fehlen. Fakt ist aber, im Herbst offenbar wird es ein Unternehmen treffen. Denn Pering wird irgendwann seine Ergebnisse veröffentlichen und dann werden wir das Debakel vorfinden. Es geht also jetzt darum, nur mal zu gucken, möglichst nüchtern, sachlich, wo könnte was zutreffen. Den Kandidaten, den ich Ihnen hier vorstelle, ist abgeleitet von dem ersten Zitat, von dem zweiten Zitat, dass Pering gesagt hat, dass es sich um einen Whistleblower bei der BaFin handelt, was so viel heißt, dass es wahrscheinlich ein Finanzinstitut ist. Und so viele, so große Finanzinstitute in Deutschland haben wir nicht, auf die es zutreffen könnte. Von daher der erste Kandidat vielleicht etwas folgerichtig. Das wäre die Deutsche Bank. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Deutsche Bank hier in größer angelegte Probleme hineinkommt. Und wir gehen es einfach mal durch. Also so von der Größe her wäre das auf jeden Fall denkbar. Sie hatten jetzt Erträge von 22 Milliarden im letzten Jahr. Und eine Bilanzsumme von 1,3 Billionen, das heißt, da könnten selbst 7 Milliarden Euro vielleicht mal irgendwie unbemerkt eingeschleust oder entwendet worden sein. Dann haben wir von den Geschäftsstrukturen her ist das Ganze relativ intransparent, weil selbst Experten sagen, boah, also in die Bilanz der Deutschen Bank, da steige selbst ich nicht so richtig durch. Die Gefahr von einem inneren Zirkel in dem Sinne gibt es bei der Deutschen Bank nicht. Was ich im Report zeige, da sind ein paar Unternehmen, bei denen ist das eher ein Thema. Was wir aber beim Vorstand der Deutschen Bank haben, ist ein besonderes Detail. Wir haben ja als Vorstand hier seit dem April 2018 den Herrn Christian Sewing. Der hat einen guten Job gemacht, hat das Unternehmen soweit wieder auf Kurs gebracht, teilweise in die Profitabilität zurück. Also das ist ihm anzurechnen. Herr Sewing war schon vorher bei der Deutschen Bank und unter anderem bis zum Jahr 2014 Leiter der internen Revision, unter anderem für Russlandgeschäfte. Jetzt ist es so, dass das Unternehmen verkracht worden ist in den Jahren 2011 bis 2015 für Mirror Trades. Das sind also Geschäfte, bei denen Aktien zum Beispiel in Russland für Rubel gekauft worden sind und in einem anderen Land für zum Beispiel Dollar wieder verkauft. Das ist eine Möglichkeit, mit der man sozusagen Geld aus Russland in das westliche Finanzsystem schleusen konnte. Und es ist eine Möglichkeit, um Geldwäsche zu betreiben. Und Geldwäsche war jetzt genau das Thema, was Pering explizit genannt hat. Das heißt nicht, dass jetzt Herr Sewing da explizit für verantwortlich sein müsste, aber zumindest war genau in seinem Bereich, ist schon so etwas abgelaufen. Nur erstmal als Detail hingestellt. Ja, von der Unternehmenspolitik her haben wir jetzt zum Beispiel kein Unternehmen mit aggressivem Wachstum, was sich jetzt laufend Geld, ja, Geld müssen Sie sich vielleicht schon besorgen, weil man hat doch einen gewaltigen Schuldenberg, den man hier vor sich herschiebt. Ansonsten ist die Politik eher so auf Konsolidierung, Profitabilitätssteigerung ausgelegt. Wir haben keinen besonderen Bezug zur Dauer der Forschung von Herrn Pering. Das ist bei anderen Unternehmen, zumindest bei einem anderen, ist das anders. Da ist also sozusagen der Start, als Pering sich mit dem Unternehmen befasst hat, geht er nämlich einher mit dem IPO. Dann haben wir die Short-Seller-Aktivitäten. Da sieht es im Moment so aus, dass kaum jemand short investiert ist in der Deutschen Bank. Also zumindest laut offiziellen Angaben weniger als 1%, auch in den letzten Monaten gefallen.
Fraser Perring hat allerdings geäußert, dass er am liebsten solche Unternehmen attackiert, die keine hohe Shortquote aufweisen. Warum? Wenn es natürlich schon viele andere Shortseller gibt, dann könnten die ja eindecken, sobald der Kurs anfängt zu fallen. Heißt also, für ihn ist es eigentlich bevorzugt so, dass das Unternehmen eine geringe Shortquote aufweist. Es ist jetzt aber auf jeden Fall nicht so, dass sich jetzt jemand schon gewaltig eingedeckt hätte und es vielleicht unmittelbar vor der Veröffentlichung wir stehen. Und das letzte Thema Distribution sieht man jetzt zumindest die letzten Monate, dass die Deutsche Bank auffällig schwach ist. Ich hatte sie ja vor kurzem, vor ein paar Wochen oder Monaten erstmal einmal vorgestellt, weil sie der stärkste Wert im ersten Halbjahr im DAX gewesen ist. Und jetzt in den letzten Monaten war die Aktie aber nicht nur schwächer als der Index, sondern insbesondere auch auffällig schwach im Bankenvergleich. Also ob sie jetzt eine ING aus Holland hernehmen oder eine UniCredit aus Italien oder aus der Schweiz oder Frankreich, wo auch immer, da ist die Deutsche Bank in den letzten 3 Monaten ein Underperformer gewesen. Alles in allem zusammengenommen ist also die Deutsche Bank tatsächlich ein Kandidat. So, das Ganze heißt jetzt nicht, dass Sie sofort Ihre Deutsche Bank-Aktien auf den Markt werfen müssten oder sogar die Aktie shorten. Es sind Hinweise, die ich zusammengetragen habe, die könnten auf die Deutsche Bank hinweisen, müssen es aber überhaupt nicht. Alle Informationen, die hier Herr Perring auch hat fallen lassen, sind auch mit Vorsicht zu genießen. Vielleicht ist das gar nicht so genau zu sehen mit der genauen Höhe des Betrugs oder man weiß noch nicht genau, auf was er das genau bezieht. Oder das Beispiel mit der BaFin, vielleicht hat er jetzt nur die BaFin als Beispiel genommen und eigentlich hat er sich aber zum Beispiel, war der Whistleblower beim Zoll. Das heißt, keines der Kriterien würde ich zu 100% hart wählen, sondern gucken, welche Unternehmen erfüllen zumindest einige der Kriterien und damit haben sie dann einen potenziellen Kreis an Unternehmen, die gefährdet sind. Und nochmal, das ist halt das Problem, wenn irgendwann diese Ergebnisse veröffentlicht werden, ist es zu spät, weil der Kurs vom Stand weg nach unten rauschen wird. Das Einzige, was man also machen kann, ist im Vorfeld zu schauen, dass man sich sozusagen da entsprechend positioniert. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob Sie Unternehmen schon jetzt sozusagen im Hinterkopf haben oder konkret auf dem Schirm, von denen Sie sagen, Mensch, die Hinweise, die hier gegeben worden sind, die passen doch völlig auf Unternehmen XY. Schreiben Sie es gerne in die Kommentare, ich werde fleißig mitdiskutieren. Für gewiefte Anleger könnte man auch sagen, Mensch, das hier ist doch eigentlich der Short des Jahres, wenn man das Ganze trifft. Sozusagen noch vor dem Shortseller sozusagen in einem entsprechenden Wert positioniert sein. Den Kandidatenkreis aus meiner Sicht habe ich Ihnen hier mal zusammengetragen, kostenlos zum Download. Schauen Sie sich's gerne an.